So, es ist mal wieder Zeit für ein neues Interview und ich bin auch wieder dabei. Ich muss zu meinem Bedauern sagen, nicht viel. Also es ist eigentlich Stillstand in der Jugend, leider. Viel kann man ja auch nicht machen, außer mal mit den Jugendbetreuern oder anderen Jugendlichen zu reden, zu schreiben. Treffen geht ja jetzt nicht. Das kann man ja ändern. Bei uns ist es so, dass wir natürlich die Jugendstunde jetzt erstmal online gestalten. Und damit es nicht so ist, dass einer was erzählt und die anderen hören vielleicht auch passiv nur zu, bereiten sich verschiedene Jugendliche auf Teilthemen vor und tragen die dann vor. Dadurch kommt ein bisschen Abwechslung mit rein und man merkt vielleicht oder hört einfach mal verschiedene Ansichten auch zu dem Thema. Ansonsten treffen wir uns manchmal auch in einer kleineren Jugendgruppe, sag ich mal, und machen dann online irgendwas, also unterhalten uns einfach nur oder spielen irgendwie kleine Spiele. Das ist ja, gibt es ja ein breites Band an Möglichkeiten, was man online machen kann. Wir, die Bonner Jugend, halten halt Kontakt über die ganzen Online-Sachen. Lass das WhatsApp sein, lass das Snapchat sein. Man diskutiert nicht alles immer der großen Gruppe, aber untereinander haben wir definitiv viel Kontakt, auch freundschaftlich, außerkirchliches, wird alles besprochen, wie eine gute Gemeinschaft meiner Meinung nach sein sollte. Auch mit den Aufgaben in der Schule geht es sehr gut klar. Da weiß ich natürlich, dass ich ziemlich Glück habe, weil ich sonst auch von vielen anderen höre, dass sie viel zu überfordert sind, beziehungsweise die Lehrer doch ein bisschen übertreiben mit den ganzen Aufgaben auch aufgeben. Schulisch geht es mir extrem gut. Ich bin jetzt in der 9. Klasse Gymnasium und es ist gerade so eine kleine Zwischenstufe. Unsere Schule kümmert sich viel um die Kleinen, die ganz Kleinen, 5., 6., teilweise mit 7. Klasse und halt 10., 11., 12. Da kümmern die sich besonders drum. Und 7., 8., 9. wird so ein Stück weit mitgeführt, aber wir kriegen jetzt nicht so viele Aufgaben. Was ich sehr, sehr positiv finde, weil ich jetzt endlich mal Zeit habe, ordentlich zu trainieren, beziehungsweise halt einfach mir selber den Tag einteilen kann, und das finde ich sehr, sehr entspannt und auch toll. Ich kriege meine Aufgaben über verschiedenste Medien, muss die machen und schicke die wieder zurück an die Lehrer. Und so ist mein Tagesablauf. Also viel hat sich jetzt nicht geändert, außer dass ich durch den Lockdown jetzt ein bisschen länger schlafen kann, weil die Aufgaben nicht mehr ganz so viel sind wie in der Schule. An sich habe ich wenig Einschränkungen, beziehungsweise merke wenig Einschränkungen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie auf ein Konzert wollte und das wurde jetzt abgesagt. Das Einzige, was mir jetzt wirklich ein bisschen wehtut, ich kann nicht in den Skiurlaub dieses Jahr fahren. Weil ich das jetzt ein bisschen mehr Zeit auch habe oder einfach einen besseren Rhythmus haben kann, habe ich ein kleines Hobby entwickelt, und zwar gehe ich jetzt immer mal ein bisschen joggen draußen, einfach um rauszugehen und einfach, weil ich es auch schön finde. Mein Dad macht das auch immer und dann joggen wir manchmal auch zusammen. Und ja, so verbringe ich jetzt, sag ich mal, ein bisschen meine Zeit. Mit meinem Hobby Trialbike bin ich in letzter Zeit leider nicht so vorwärts gekommen, weil die unseren offiziellen Trialplatz zugemacht haben wegen Corona. Muss man nicht verstehen, aber wir haben uns ein Stück weit illegalerweise einen eigenen Trainingsplatz aufgebaut, einen neuen mit Paletten, Kabeltrommeln und hast nicht gesehen. Und wir trainieren da jetzt immer alleine und wir sprechen uns über eine WhatsApp-Gruppe ab, wer zu welcher Zeit wann trainieren geht, damit wirklich immer nur einer auf dem Trainingsplatz ist. Ich kann mich jetzt mehr auf meine Instrumente, die ich spiele, konzentrieren, auch Klavier jetzt mehr. Und ich habe Schach für mich entdeckt. Ich spiele jetzt gerne Schach mit Freunden online, weil das kann man auch, da muss man sich nicht unbedingt treffen. Da gibt es genug Webseiten, wo man das auch online spielen kann. Das war's von meiner Seite. Ciao!